das denn deine? Ja, danke dir. Challenge. Das Licht ist nicht so gut hier. Oder vielleicht hier. In der Ruhr liegt die Kraft. Es werden nur solche Sprüche kommen bei den Challenges. Mann, in der Ruhr liegt die Kraft. Was denkst du, könnte es diesmal sein? Vielleicht irgendwas bezüglich der Grind Preparation, dass man, keine Ahnung, vorher irgendwie eine Meditation macht oder so, dass man entspannt in die Session geht? Das ist eigentlich kein schlechter Guess, aber es geht eher generell um die Session. Okay. Du bist ja auch eher ein emotionaler Kerl wie ich. Ich verstehe das auch. Ach ja, okay. Und in letzter Zeit ist auch bei mir Thematik einfach sehr viel, gerade wieder Mindset und alles in den Streams. Und deine Challenge wird heute sein, dich kein einziges Mal aufzuregen, wenn irgendwas passiert. Okay. Bei mir ist ja die Zimmertür immer offen, das heißt, ich werde das kontrollieren können. Ich hoffe auch, du bist da fair. Ja, natürlich, 100%. Und also es ist wirklich, es ist nicht mal erlaubt, irgendwie zu sagen, oh Mann, was war das denn jetzt schon wieder? Sondern wirklich, wow. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für dich vielleicht sogar die härteste Challenge. Ja. Aber ich dachte mir, wir starten halt direkt mit einer harten rein und auch gerade mit natürlich einer Poker-Challenge. Ja, oder Poker verknüpft, weil wir heute das erste Mal spielen. Ja. Und genau, ich bin auch gespannt, wie wir es umsetzen, ob wir bei dir eine Kamera aufstellen oder nicht, aber das ist es. Also, aber so manchmal, ich habe, also tilten würde ich sagen, tue ich schon lange nicht mehr. Ja. Aber jetzt kommt aber. Aber dass, tilten ist so ein großer Begriff. Ja, also, nein, dass ich mich lautstark darüber aufrege, aber manchmal habe ich so dieses so, dass ich noch so. Oh, zählt das schon dazu oder einfach No-Reaction-mäßig? Ich sag mal, so stöhnen wäre blöd, weil dann das kann man nicht genau kontrollieren. Das heißt, wenn du also negativ ausstöhnst oder ausatmest, was man ja schon definieren könnte, aber ist, glaube ich, zu ein schmaler Grat. Aber alles, was verbal wird. Ja, aber ich kann jetzt schon versichern, ich werde mich nicht aufregen. Ich werde definitiv noch eine gute Meditation vielleicht vorher durchführen und dann bin ich so tiefenentspannt, da kann mich keine Bad Beat Story oder kein Suckout verführen. Okay, wir sind gespannt. Weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist natürlich auch alles zu machen, was ich jetzt machen würde. Deswegen, der Plan ist jetzt erstmal für dich, damit du Bescheid weißt. Ich mache gerne morgens immer Sport eigentlich auf nüchternen, leeren Magen. Würde ich jetzt eigentlich direkt eine Runde laufen gehen, so 5 Kilometer circa. Dann werden wir einen kleinen Snack grabben, uns duschen und dann gehen wir mal eine Runde gemeinsam einkaufen. Duschen. Genau, gemeinsam duschen auch. Können wir Wasser sparen. Ja, genau, Wasser sparen. Oh Leute. Das ist ja für die Umwelt wichtig auch. Wir sind ja hier ein moderner Stream-Vlog. Und genau, dann... Nein. Okay. Reiß dich zusammen, Justin. Justin? Dustin! Oh Gott, das wird immer unangenehmer. Von Justin wird der Dustin aus Justin. Ja, perfekt. Der Justin. Dann gehen wir zusammen einkaufen. Dass wir das auch mal sehen, dass wir auch gut vorbereitet sind, zumindest mal Essen für die nächsten 2 Tage haben, bis der Tom dann auch kommt. So, wunderschönes Wetter, unfassbar, nach einer Woche Regen, ich habe einen Clown dabei, Leute, circa 1,5 Kilometer drin, ich kann schon noch sprechen, der Schweiß hält sich in Grenzen, weiter geht's. So, 2,5 bis 3 Kilometer drin, der Dustin redet nicht mehr mit mir, liegt nicht daran, dass er sauer ist, sondern ich habe es tatsächlich zum ersten Mal geschafft, seit er hier ist, ihn zum Schweigen zu bringen. Mit seinem großen Mundwerk. Ja, wir schauen mal, ob er das hier durchhält. Dustin, denkst du, du hättest die Pizza nicht essen sollen? Das Stückchen Pizza heute Morgen. Dustin kämpft. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Komm, Dustin. Nicht mehr lang. Gleich sind wir auf der Zielgeraden. Einfach nicht aufhören zu laufen. Egal wie langsam. Aber niemals aufhören laufen. Richtig und richtig. Ich habe leider Dustin auf der Zielgeraden etwas verloren, aber da kommt er. Junge, ist ja am Kämpfen.
What? Hat er sein T-Shirt ausgezogen? Kommt die Pizza wieder raus? Hey, das waren 5. Nice. Ohne anzuhalten, ohne zu gehen. Ja. Bin kräftig im Arsch, Alter. Kamerad. Aber durchgezogen, niemals aufgeben. Für einen kurzen Moment dachte ich, ich muss anhalten, aber... Es geht immer deutlich mehr, als man denkt. Ja. Du sagst es selbst, für einen kurzen Moment dachte ich. Denken ist nie das Richtige. Einfach machen, ja. Nicht denken und weitermachen. Ja, Mann, ich hätte nicht gedacht, dass ich schaffe, sag ich so, wie es ist. Echt? Ja, ich laufe ja im Fitnessstudio immer nur mit Anstieg. Also meistens 10% Anstieg auf 5 km/h. Okay. Ich weiß nicht, was wir ungefähr für ein Durchschnittstempo hatten, aber weiß da komme ich meistens so auf 2, 7, 5, 3 Kilometer, aber dann halt mit Anstieg, ne? Eine Stunde. Okay. Oder 30 Minuten, keine Ahnung. Aber das war jetzt auch nochmal was Neues. Für den einen oder anderen da draußen ist das wahrscheinlich nichts Besonderes, aber ich war ja mal wirklich dick, kann man sagen, ne? Im Gegensatz dazu ist ja jetzt, gut, ist immer noch ein bisschen Körperfett da. Aber ich sag mal, ich hatte mal solche Okolyten hier oben. Kein Scherz, Digga. Mittlerweile. Vielleicht können wir ein Bild einblenden. Ein bisschen shaven, falls die ein oder andere Dame sich hier in diesem Video angesprochen hat. Ja, das ist Geschmackssache. Okay. Manche stehen auf Haare, manche nicht. Okolyten, Alter. Schöne Okolyten. Das ist das Wort des Tages. Ja? Für mich schon. So, Dustin. Da ich jemand bin, der immer gerne an sein Limit geht und ein bisschen mehr macht als eine Gewohnheit, ja, laufen wir den Rest jetzt auch noch zurück. Was? Doch, komm. Ey. Ja, das ist kein Witz. Auf geht's. Jetzt hab ich wenigstens. Es sind auch noch mal nur noch vielleicht 500, 700 Meter. Die extra Meile laufen. Ja, jetzt hab ich auch wieder Lust und kann mich unterhalten. Ja, guck, jetzt geht's. Wir gucken, wie es in 700 Metern aussieht. Ja, wir laufen jetzt auch ein Stückchen schneller, okay? Ja, okay. Wir geben jetzt noch einmal Vollgas. Gut, wir sehen uns gleich vor der Haustür. Wir haben ihn schon wieder verloren. Come on, Dustin, das letzte muss raus. Das ist die Gesichtsfarbe, die wir sehen wollen. Das geilt dich auch, oder? Das macht mich richtig geil, ja, Mann. Okay. Deswegen ja auch erstmal jetzt zusammen duschen. Ja, ich ernähre mich tatsächlich, seitdem ich mit dem Gym angefangen habe, sehr proteinreich. Also viele Eiweiße. Dann verzichte ich eigentlich komplett auf Zucker, außer gestern mal mit dem Keks, das sind dann so Ausnahmen. Und viele Vitamine. Also so nice. Hier, deswegen habe ich mir das genommen, weil da mache ich dann einfach so ein bisschen Rohkost draus, ne? Ja. Und wenn es langweilig wird, dann baller ich da einfach noch ein bisschen so Leitschafskäse rein. Der hat auch kaum Fett. Und dann hast du noch ein bisschen, was noch ein bisschen mehr sättigt, ne? Ja, ist nice. Man sieht auf jeden Fall, es ist ein ziemlich gesunder Einkauf. Und man merkt auch, wir laufen jetzt schon Weilchen durch, das sind... Hat schon ein bisschen eine Idee von seiner Ernährung. Das ist eigentlich sehr gut. Eine kleine Sache, die der Dustin jetzt auch schon erfahren durfte, ist unseren persönlichen Randomizer, was unseren Aufzug angeht. Denn wir verbieten es uns, also Tom und ich meistens, den Aufzug zu nehmen, wenn er nicht schon automatisch auf Ebene 0 ist. Also nur wenn er da ist, dürfen wir Aufzug nehmen. Und sonst müssen wir laufen. Und so versüßen wir uns hier den Alltag. Das ist sehr gut, auf jeden Fall schön gesagt. So, das sind, wie schmeckt's? Reis, Gemüse und Lachs. Mhm. Meins sieht noch ein bisschen schöner aus. Das hat schon komplett reingeholzt wie so ein Holzfäller. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon lange keinen Lachs mehr gegessen. Mhm. Schmeckt zum Kotzen. Nein, der ist gut. Ich erwarte mehr Ironie von dir. Was ist da los? Das wird vielleicht die nächste Challenge. Der wird. Soll ich was sagen, was dieser Lachs und die Gegner an meinem Tisch haben? Gemeinsam haben? Ja, die sind mindestens genauso fischig. Oh mein Gott. Wir brechen die Challenge ab. Das war die schlechteste Scheiße, die ich je von dir du gehört habe. Du wolltest ein bisschen mehr Ironie. Aber muss auch mal sagen. Wunderschön, dass du das T-Shirt schon trägst. Es ja, natürlich. Es sieht toll aus. Es steht dir Weltklasse. Vielen Dank. Es lässt deine Muskeln noch größer erscheinen. So, wenn man diese Musik hört, ich hoffe, man hört sie im Hintergrund. Oder mach mal ein bisschen lauter. Was soll da noch schief gehen? Das ist die große Frage.
Aber das denkt man sich schnell beim Pokern. Und dann kommt eine Hand um die Ecke und der Dustin schreit. Nein, hier da oben, guck mal auf Nummer 3. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist die heutige Challenge und deswegen wird mir diese Musik helfen. Ich habe bei einem sehr guten Poker-Streamer auf Twitch namens Q-Poker gesehen, dass der auch so ähnliche Musik hört und der ist komplett ruhig und tiltet gar nicht. Fuck! Fuck! Das ist doch mal eine Lüge. Yeah, I am a smart mouth. How do you think I wonder where I am, who I am by now? Just another minute till we see the sign off. Kurzes Update, wir spielen seit knapp 4 Stunden. Und ja, ich glaube, man kann allgemein sagen, es ist extrem hart. Wir haben beide ziemlich taffen Start erwischt. Ich muss sagen, du schlägst dich gut. Man hat dich ab und zu schwer schnaufen gehört. Ja, ich habe auch echt wirklich. Aber er ist verbal still geblieben. Das heißt, bis jetzt läuft die Challenge. Ja. Bei mir kann man das nicht sagen, aber ich muss ja auch keine Challenge bestehen. Okay, ich höre dich ganz einfach. Ich war ein paar Mal laut. Ja, wir kämpfen weiter. Kann natürlich alles mit dem letzten Turnier sich wieder drehen. Aber ja, pokertechnisch muss noch ein bisschen was kommen. Ja, ich hoffe es. Was passiert? Junge, ich bin ausgerastet. Ich hab die Challenge verkackt. Scheiße, Mann. Ich hab die Gags-Challenge verkackt. Guck's dir an, Alter. Zehner, Ace King für 110 BB. 110 Scheiße. BB. Hier, nimm mal mein Handy und reg dich noch auf. Ich muss weiterspielen. Junge, ich bin absolut maximal getiltet. Was ein Riesenspot für eine... Für Bounty, Erdass, König, Erdass 9, die blocken sich gegenseitig und trotzdem kommt hier das Ass. Es ist absolut geisteskrank. Jetzt habe ich noch 10 BB, also zum Kotzen. Das ist wirklich, ich muss sagen, das ist das Faszinierendste. Es ist, ich weiß einfach, ich verstehe es einfach selbst nicht, warum ich das nicht hinbekomme. Oh mein Gott. Du Scheiße. Hier noch halten. Ich wollte schon sagen, gibt es ein paar gute Turnkarten für ihn. So eine schmutzige Scheiße, Alter. Oh Gott. Ach, ist so dumm. Warum foldet er fast seine... Come on, was brauchen wir? Ein Ass für Split. Oh mein Gott! Oh mein Gott, yes! Fuck yes! Oh my goodness! Nein! Oh Gott, wir müssen hoffen, dass irgendwie beide ein Ass haben. Eher Ass König oder so. Please. Nein, oh mein Gott, ist das dumm. 7. Komm, wir brauchen nochmal die 7. Die 7! Ach man, ist das stupid. Sind die Aces? Das ist ein Megapot. Jacks? Ja, mega. Old. Old, Mann. Hat kein Karo, das ist super. Und hier sind wir auch drin mit Ass 10. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein Gott. 10. Okay, König oder 9? König oder 9? Oh, 2 Spots, Digga, brennt. Guck den ersten Block der Mystery Challenge Serie an. Da stellt er Dustin sich vor in einem Fragenhagel. Und. Karo. Diamondo. Oh, und Diamond. Oh, Baby. Oh! Let's go! Sick. Wirklich, ich hab heute echt viele Sachen runtergeschluckt, aber... Zu viel vielleicht. Ja, du kennst das. Ja. Mir geht's jetzt auch besser, dass er so Ding... Ey, ich hab heute zu viele Sachen runtergeschluckt. Schluck nächstes Mal weniger, Alter. Nein, aber mir geht's wirklich besser nach diesem kleinen Ausraster. Freut mich. Kurzes Pokerfazit noch. Man hat auch gesehen, der Dustin saß am Ende dann schon bei mir. Und trotz der vielleicht gut aussehenden Caches, die ich hatte, hat es ordentlich ins Minus geknallt heute. Ja, es war brutal. Bei Dustin hat man gesehen, lief es wohl auch nicht so gut. Dustin auch gesehen von dir, keine Clips gefilmt. Und der Ausraster. Ja.
Jetzt hast du die Chance, was war los? Ja, also ich muss sagen, die ganze Session war eh super tough für mich. Und dann hat es sich ein bisschen gestaut, aber ich bin jetzt nicht unfassbar getiltet. Und dann kam halt der Moment, wo ich halt wirklich in dem Turnier, wo ich eigentlich deep war und schon ja, einer der besten 20 Stacks war, einen richtig fetten Spot hatte auf dem Chip Lead Pot für über 110 BB und dann leider ausgesackt wurde. Denkst du, es wäre besser gewesen, wenn du es vielleicht davor eher mal immer wieder in Kleinstücken hättest rauslassen 100% können? 100% ja. Das, okay. Man muss sagen, die Challenge natürlich nicht bestanden, aber also man sollte schon mal einmal dann wenigstens so zwischendrin das mal rauslassen, weil wenn sich das staut, dann kommt es einmal viel, viel größer. Das okay. habe ich jetzt auch gemerkt, ja. Das musste auch raus, weil hätte ich das, kannst du auch nicht runterschlucken die ganze Zeit. Ja, aber es trotzdem, weißt du, hast mal die Erfahrung gemacht, ja. Jetzt hast du ein Bewusstsein dafür entwickelt, jetzt kannst du es ändern. Okay, gutes Fazit. Wir schauen jetzt noch nach, ob der Dustin mit der Community, die da abgestimmt hat, unter dem Video die Challenge bestanden hat oder nicht. Wir haben extra zwei Marker gekauft. Grün für abhaken und es ist nicht ganz rot, es ist pink. für Kreuz machen. Wir haben extra gewartet, während wir die Session gespielt haben, damit wir das gemeinsam mit euch mitnehmen können. So, jetzt drück mal drauf, Dustin. Ja. Die Maus ist verloren auf dem anderen Bildschirm. Ja, jetzt müssen wir hier gucken. 6 Replies. So. 21 sagen, du bist bestanden ja. Und 11 sagen, nicht bestanden. Okay, Dustin. Das bedeutet bestanden. Danke natürlich für euer Verständnis. Ja. Komm, wir gehen direkt rüber. Hier, Dustin, du darfst die Dankeschön. Stifte nehmen. Wir gehen direkt rüber und kreuzen an. Das sind doch noch eine Luckbox, ey. Unbelievable. Der Dustin. Der Dustin. Der Dustin. Wurde auch schon, Justin genannt und David wurde heute schon genannt. Also Casino Asch, haben wir bestanden. Jawohl, mach einen Haken. Sehr schön. Dann, back to basics. Bestanden. Bestanden. ja. In der Ruhe liegt wohl nicht die Kraft. Komm. Leider nicht versagt, aber... Alles okay. Aber es ist okay. Man bist noch im Plus hier. 2-1. Dustin, ich find's gut. Dustin, herzlichen Glückwunsch zu den ersten zwei bestandenen Challenges. Dankeschön. Mal schauen, wie es weitergeht. Mein tagesaktuelles Fazit sieht wie folgt aus. Ich bin mega krass kaputt. Der Sport hat heute richtig, richtig gut getan. Ansonsten war der Tag relativ entspannt. Wir waren nur einkaufen, haben gekocht und haben uns dann auf den Grind vorbereitet. Ich werde jetzt auf jeden Fall richtig, richtig gut schlafen. Habe Bock auf den morgigen Tag, vor allem auf die neue Challenge, auf den neuen Grind. Und dann gucken wir mal, ob wir den ersten Profit Day hinlegen können. Bis morgen. Dass Dustin sich in vielen Bereichen noch weiterentwickeln kann, denke ich, ist zu sehen oder ist klar, so wie das wahrscheinlich jeder Mensch kann oder die Möglichkeit hat. Aber was ich sehr positiv finde beim Dustin, ist einfach der Punkt, dass er einfach diese Eigenschaft hat, zu fighten. So. Er gibt sich dem nicht hin, Sachen irgendwie es gar nicht auszuprobieren oder dann zu schnell irgendwie aufzugeben und zu strugglen. Und das ist einfach auch für mich persönlich halt einfach viel, viel wichtiger. Und ich denke, das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Egal in welchem Bereich man Erfolg haben will oder eben den Durchbruch schaffen will. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt die nächste Woche noch so weitergeht. Natürlich ist das Ziel, ihn auch an seine Grenzen zu bringen, um auch zu sehen, wie er damit umgeht. Und ja, ich glaube, es bleibt spannend. Und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Vlog.